Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Heute möchte ich euch mein Einigkeitsdeck vorstellen, das zum jetzigen Zeitpunkt, das ist Drake 7, auch leider nur im historisch noch spielbar ist, da es quasi in Anführungszeichen zu alt ist. Trotzdem ist das ein Deck mit interessanten Mechaniken und ich möchte jetzt mal kurz immer die Karten vorstellen. Bis auf die paar Länder hier, die sollen wir nicht drüber reden, fangen wir von oben an. Für einen Mana ist der Hardstar-Marschall ziemlich geil, 1-1. Und wenn er und mindestens zwei andere Kreaturen greifen, kriegt man 1-1 Soldat mit Lebensverknüpfung. Für zwei Mana extrem geil ist Emara, Seel der Übereinkunft. Und wenn er getappt wird, egal wie, auch wenn wir angreifen, bekommen wir 1-1 Soldaten Kreaturen spielen mit Lebensverknüpfung. Ja, wir brauchen viele kleine, weil wir hier mit Einberufe spielen. Dann haben wir Versichern bzw. Versammeln. Es geht hier aber eher um das Versichern. Lege +1/+1 Mark auf ein Kreatur deiner Wahl, sie hält und zerstöre Kreatur zu Ende des Zuges. Warum? Ja klar, der ist sehr wichtig für das Deck und ja, deswegen wird er auch gerne mal gekillt und die anderen wichtigen Schlüsselkarten wollen wir ein bisschen schützen. Das zweite mit den Spielsteinen ist halt einfach nicht so wichtig. Dann haben wir 3 Mana den Eisenwurz Kriegsfürst und die Anzahl oder die Stärke, die er hat, ist gleich die Anzahl Kreaturen, die wir haben. Und für 5 Mana macht er uns Spielsteine. Ist also für Ende Midgame ganz praktisch, wenn man vielleicht nicht genug andere Sachen hat. Schwur der Einigkeit, sehr schöner Spontanzauber. Jede Kreatur kriegt +1/+1 Marken. Für jede Kreatur bekommen wir ein Leben dazu. Das heißt, wenn wir so einen kleinen Schwarm hier am Anfang haben, ist das eigentlich ganz praktisch. Besten Flüsterer, immer wenn man Kreaturenzauber wirkt, zieht man eine Karte. Braucht man irgendwie Card Throw. Dann Trostani, die M2 für 5 Mana, 1 zu viel, auch extrem geil. Andere Kreaturen, die wir kontrolliert haben, +1/+1. Und wenn sie ins Spiel kommen, kriegen wir 2 Spielsteine mit Lebensverknüpfung. Und das ist schön auch, zu Beginn deines Endsegments übernimmt jeder Spieler die Kontrolle über alle Kreaturen, die er besitzt. Das heißt, selbst wenn uns jemand die hier klaut, kriegen wir sie wieder. Das ist die wichtigste Karte, um die geht's hier, der gepanzerte Riesenwurm. Gut, der 16/16 einberufen und zerstörbar ist ziemlich geil für 10 Mana, aber 10 Mana, schweineteuer. Daher die Möglichkeit, viele kleine Viecher rauszuhauen. Auch der ist nicht schlecht, der Weltenseelenkoloss, 2 Mana plus X und wir können auch hier einberufen, also Kreaturen statt Mana tappen und dann kriegt er eine +1/+1 Mark beim Beschwören. Und auch extrem geil, Marsch der Massen, 3 Mana plus X, mit einberufen wieder, wir kriegen X-1-1 Soldatenspielstein mit Lebensverknüpfung. Ja, und so wirkt das Deck eigentlich, am Anfang möglichst viele kleine Kreaturen raushauen, um die großen möglichst schnell rauszukriegen. Das klappt manchmal gut, manchmal schlecht. Schauen wir mal, wie es in den nächsten Kämpfen so funktioniert. Unser erster Gegner ist Quantum Field. Na, mal schauen. An sich eine relativ geile Stadthand. Wäre unser Legendäre dabei, wäre sie top. Aber okay, damit können wir arbeiten. Auf jeden Fall, das nehmen wir. Erstmal hallo. Und raus mit uns Marshall. Allein ist er zwar nicht wichtig und toll, aber immerhin... Der ist ja nicht zwingend ewig allein. So. Können den jetzt natürlich für 1 raushauen. Aber ganz ehrlich, das sehe ich jetzt nicht so eine Notwendigkeit. Weil wir den hier haben und dann nachziehen können. Außerdem ist eh rot, also die Wahrscheinlichkeit, dass er uns alles kaputt schießt, was wir jemals besitzen, ist hoch. Nein, immer noch nicht. Hat schon Hallo gesagt? Ich mach's jetzt halt nochmal. Okay, das Quantenfeld denkt nach. Ist ja die perfekte Gelegenheit, euch die String Theory zu erklären. Nee, das lasse ich sein, das mache ich in einem der Wissenschaftsvideos. Ich kann es mir auch nur vorstellen, dass seine Connection lost ist. Warum sollte man das uns ablaufen lassen, jetzt nicht so gut? So, greifen wir erstmal an. Wollen wir uns 4 Soldaten holen? 4, 5, wenn der dann kommt 6, 7, 4, dann wird der sehr stark. Ja, okay, müssen wir eher warten.
Oh, jetzt habe ich gepennt. Mein Fehler. Mal sehen, ob es uns den Sieg kostet. Er hat auf jeden Fall genug Zauber oder genug Mana, um alles kaputt zu schießen. Ein Mana wäre ich jetzt sehr glücklich, weil ich einen schützen könnte, aber okay. Wir sind ja nicht gierig. Wahrscheinlich passiert jetzt genau dasselbe nochmal. Gut, ähnlich. Um den aber noch zu nutzen, machen wir das trotzdem. So, 5. X ist also 2. So, wenn er natürlich einen Flächenzauber hat, sind wir am Arsch. Okay, das ist nicht das Problem. Machen wir das mal viele kleine? Oder einen großen? Oder wechseln wir es ab? Ich würde sagen, wir wechseln es ab, oder? Meine Güte. Ja, ich hätte jetzt schützen können, aber für den mache ich es nicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also X ist 6 in dem Fall. Okay. Ich will es aber hier wissen. Unsere Überseele. Jetzt machen wir ihn wirklich unzerstörbar dann sogar. Er wird jetzt bestimmt was draufhauen. So. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Nahrung ist erstmal ganz viel, um das ganz stark zu machen. So, 6, 7, 8, 9, 10. Minus 3 Grundkosten heißt 7. Nö, keine Blocks. Wir brauchen den nächsten Zug, um zu klein, um den zu buffen. Das kommt geil. Aber erst im übernächsten Zug. 6, 17 minus 2 kommt 15 raus, ne? Oh, gerade wenn wir das haben. Ja, wir greifen erstmal an. Er muss ja blocken oder irgendwas anderes machen. Sonst geht er ja dahin. Ja, das andere wäre komisch.
Also mit ihm können wir zumindest mal kleine Spielsteine noch machen. Und höchstwahrscheinlich hat er jetzt nichts, was er machen kann und gibt deswegen auf. Zumindest das, was ich für am wahrscheinlichsten halte. Wie sieht eigentlich das Verhältnis auf dem Friedhof aus? 9 zu... Ja, genau wie erwartet. Ja, das war unser erster Sieg. Unser zweiter Gegner ist Spitfire mit einem Dollarzeichen am Anfang. Na, schauen wir mal. Ja, super, nur ein Land. Da machen wir auf jeden Fall mal Mulligan. Das ist besser. Also nur hoffen, dass wir das dazu ziehen. Zwei der Würmer brauchen wir nicht selbst. Einer ist einfach krass. Krass zu viel. Machen wir erstmal den raus, bauen vielleicht mal Druck auf, sagen Hallo. Jetzt müssen wir echt fett hoffen, dass wir das nachziehen, weil natürlich kommen wir so alleine nicht weit. Gut, das ist ein Anfang. Kommen wir näher ein bisschen zu unserem Ziel. Rot, na gut, das wird nicht lange gehen. Erstschlag mit Mentor, geil. Also nicht für uns, aber für ihn ist es geil. So, die können wir für zwei spielen, da haben wir nichts von. Allerdings können wir den nächsten Zug dann alle verstärken. Ich würde aber sagen, wir lassen das. So, immer wenn die Kreatur angreift, okay. Zeugt uns dann unter den Zug ein einzelnen zu roten Gott. Der Spielstein hält Eier. Ja, nett. Ja, das heißt, der kann uns jetzt schön werden. Er kriegt den Spielstein natürlich noch, weil mit denen angreifen wir 1:1 Marke. Allerdings kommt er nicht viel höher. So, jetzt müssen wir ihn raushauen. Wir haben 5 Mana durch einberufen, können ihn also für 3 holen. Zum nächsten kann man mit einberufen 6 Mana, könnten uns 3 Spielsteine holen. 5, 9, wir haben 1 daneben. Ja, die ist natürlich richtig krass jetzt. Ja, den blocken wir natürlich. Klappt das auch, wenn es ein Spielstein ist? Stimmt, da steht ein Spielstein ist, aber, oder? Okay, hat aber irgendwie nicht geklappt. Sein Lebenspunkt. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das machen. Hier können wir spontan spielen. Wahrscheinlich machen wir das auch, dann können wir nächsten Zug nämlich unseren Wurm holen. Wahrscheinlich ist es aber schon ein bisschen spät. Also dann haben wir 5, 6, 7 plus 3 Spielsteine. Sind 10, geht genau auf. Oh, der haut aber auch ganz schön raus, muss man mal jetzt echt sagen, ne? Wir blocken natürlich den. Aber den kriegt er dann als fliegende Kreatur. Die Spielsteine kriegt er nicht. Ja, wie machen wir es? Ich würde sagen, da der uns nicht alles so sehr nervt, blocken wir einen seiner Spielsteine einfach weg. Die kommen jetzt nicht wieder. So, jetzt hauen wir alles raus. X3. So, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, 3, 4, 5. 10 Mal, wir können ihn jetzt spielen. Wenn er mit allen angreift, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Noch ein Spielstein, 12, 13, 14, Waffen, 15. Wenn wir den stärksten blocken, wären wir bei 13, wären wir tot. Details, das hilft uns jetzt nicht wirklich viel. Ich glaube, es ist cleverer. Wenn wir den raushauen.
versuchen zu überrummeln, indem wir mit allen angreifen. Ach, gemein ist der 2 zu 3. Die haben Lebensverknüpfung. Wir versuchen es einfach. Unsere einzige Chance, die wir haben. Ja, geil. Nehmen wir hier noch ein paar weg. Er kriegt sie zwar technisch wieder, aber wir müssen irgendwas tun. Immerhin haben wir jetzt Lebensverknüpfung durch den Zauber nochmal viel dazu. Den nächsten Angriff halten wir erstmal ab. Und wir haben genug, um unseren riesigen Wurm zu holen. Hat irgendeine Wachsamkeit? Nee, ne? Cool. Die Tatsache, dass ihr das Fliehende wiederkriegt durch sie, ich meine, für 4 Mana ist das schon echt übertrieben krass. Ich glaube, mit dem wir uns locken? Nee. Ja gut, den kriegt er sowieso als Fliehenden irgendwann wieder, ne? Wenn er den Fliehenden eh nicht angreift, dann hat er auch so einen kleinen zwingenden Vorteil. Ja, kein Tor auf den. Ist egal, jetzt kann man einmal triggern. So, den kann er diesen Zug nicht buffen, er hat nichts aus Mana bringt noch. So, jetzt schauen wir mal. Wenn er mit allen durchkäme, 4, 5, 6, Spielstein 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Buffer 1, 17, wird man noch leben. Das heißt, wir greifen nicht an, sondern holen uns so Würmchen. Einen muss er übrig lassen. Das kann unseren Baum nämlich nicht weghauen. Schauen, ich finde es jetzt spannend. Er kann uns ganz lange abhalten. Wir ihn nicht. Er hat Fliehende. Der bereitet sich auf den Block vor. Ja, den blocken wir hier natürlich weg. So, um den nochmal zu spielen, mit 10 Mana, 6 liegen hier, den sollten wir eh haben. 7, 8, 9, 10. Das heißt, wir greifen mit unserem würmlichen Würmchen an. Wenn uns lässt. Ja, den kriegst du wieder. Was ist der letzte, den du auf den wieder kriegst? So. Nee, ich möchte es selber festlegen. Kann ich das schon so machen? Nein. Gut. Bezahl 9. Zack. Ist mir egal. Brauchen nur grün. So, wie viel fehlt noch? 4. Der auf jeden Fall. Der. Der. Und der. So, jetzt rechnet er. Also der Rechner rechnet. Er hat aufgegeben. Na okay. Ich fand's spannend. Ich war mir nicht sicher, ob ich gewinne. Aber gut, das ist unser zweiter Sieg.
Unser dritter Gegner ist Mr. Go. Und ich hoffe, dass er nicht seinen Avatar spielt, denn das ist der nervigste, den es gibt. Wow, er hat über 200 Karten im Deck. Entweder hat er diese Karte, du gewinnst, wenn du 200 Karten im Deck hast, wenn er sie draußen hat. Glaub ich auch nicht. Oder er hat einen guten Grund, er haut viel Zeug raus. Rot-Weiß und viele Karten im Deck. Klingelt jetzt bei mir noch nicht, das wäre eher zu viel Rot-Blau. Unser Start ist nebenbei etwas bescheiden. Aber gut, wir haben den kriegen wir raus. Jetzt können wir den rausholen und ein paar weitere. Ja, das sammelt sich. Kleriker. Okay, jetzt bin ich ganz überrascht, was das hier wird. Das Problem ist, wenn wir das spielen würden, wäre X1. Bringt uns noch nicht viel. Wir dehnen das X schon mal 2. Und dann können wir das ein bisschen erhöhen. Alle verstärken. Aber das klappt nur in der Theorie. Wenn es in der Praxis klappt. Ui, hübsch. Andere getappte plus 1 ist 0. Andere ungetappte plus 0. Immer wenn du angreifst, dann tappe alle Kreaturen, die du kombinierst. Und tappe deine beliebige Anzahl an Kreaturen, die du kombinierst. Okay, er kann also zwischen Tappen und Endtappen wächst. Moment. Immer wenn er angreift. Okay. Kann das also nicht endlos machen. Wir greifen natürlich nicht an, weil es bringt nichts. Wir hauen jetzt den raus. 4, 4, 5. Minus 2 heißt 3. Bin gespannt, was jetzt hier rauskommt. Also es ist selten der Fall. Ich kenne ganz, ganz viele Karten. Kann mir also quasi anhand von ein paar Karten, die ich sehe, schon eine Strategie erdenken, die auf mich zukommt. Den hatte ich auch schon mal im Sinn gehabt. Weil der ist ziemlich geil für 3 Mana Wachsamkeit. Und wenn der Spiel kommt, angreift, wage ich ins Gewölbe und andere Kreaturen, die können wir auf plus 1 sein, wenn du ein Gewölbe absolviert hast. Das heißt, wenn hier irgendwas unten durch ist, dann, ja. Plus 1 für alle anderen. So. Greifen wir an. Das können wir spontan spielen, ne? Das heißt, wenn ich jetzt ein böser Mensch bin. 3. 4. 5, dann wäre X2. Allerdings ist es unwahrscheinlich, er kann noch durchlassen, dann haben wir gar keinen Bonus, das lassen wir. So, wir spielen jetzt über spontan für einen Mana mehr. Ich habe den natürlich rausgespielt, weil durch einberufen, ob ich Mana habe oder den draußen, das ist vollkommen Latte. Immerhin wird der gleich richtig stark dadurch. Ja, das können wir nicht verhindern. Allerdings, wir können das noch vorher spielen, damit das einberufen wirkt. 3, 4, 5, 6, X ist 3. Wenn wir jetzt ein paar Spielsteinchen bekommen. Bevor er stirbt. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun dann. Nächsten Zug. Nö, nö, wir blocken nicht. Bringt uns auch nichts aktuell, weil wir spielen sowas nicht. Angreifen bringt uns auch nichts. Wir warten, wir machen uns ganz, ganz viele. Und dann überraschen wir ein bisschen. Zumindest mein Plan. Ich meine, 3, 5, 9 minus 3 macht 6. Ich glaube, wir haben im nächsten Zug dann sogar gewonnen, wenn alles gut läuft, wenn ich mich nicht verrechne. Wer jetzt nicht irgendwie was spontan Geiles spielt, können wir ihn quasi überrumpeln. Mit ihm will er wahrscheinlich angreifen, damit er ins Gewölbe kommt. Okay. So, wir haben schon gezählt, X ist 6. Sieht man auch, passt. Jetzt hat er 11 zu 5. Das macht Spaß. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das heißt, ich kann 11 Spielsteine machen. Das heißt, wenn ich mit ihm angreife und er ihn durchlässt, ist er tot. Greife ich mit allen an, das sind 9 Spielsteine. Das
Also mein Block die drei stärksten, 1, 2, 3. Würden 8 durchkommen, wären 16, würde nicht reichen. Das heißt, greifen jetzt nur mit ihm an. Und schauen, ob wir ihn quasi überrumpeln können. 14 minus 3 macht 11. Er muss ihn blocken, sonst geht er drauf. Macht auch. Deswegen, wir haben Zeit. Keine Eile. Nächster Zug, das, dann das. Wenn eine Flächenzerstörung hat, ist dann weg. Ja, okay, das ist natürlich bitter. Wir gewinnen dann halt durch Masse. Anders geht's ja auch nicht. So, wir sind ja immer noch bei 10, 14, 11. 11, das wird heißen, im nächsten Zug, wenn nichts passiert, 21 Spielsteine, mal 2 sind 42. Wenn er 2 blockt, 4 weg also, sind 38 Schaden, wäre auf jeden Fall hin. Damit kann er nichts machen. Gut, jetzt ist wahrscheinlich eh vorbei. Damit kriegen wir ihn. Denn sobald wir das spielen, wird er höchstwahrscheinlich aufgeben, weil er sich dann sagt, kein Bock mehr. Ja, er weiß, er braucht seine Blocker alle. Dann gewinnen wir halt mit Masse statt mit Klasse. So, 21 Angreifer. Die alle noch buffen können, das machen wir auch. Weil alle plus 1 kriegen und dann kriegen wir noch Leben dazu. Das heißt, wir gehen noch voll fett. So, jetzt warte schon, bis er Blocker festlegt. So, jetzt sage ich gutes Spiel. Dann weiß er schon, dass er verloren hat. Und dann haben wir gewonnen. Egal was auch immer. Wir gehen auch fett viel HP hoch. Zack. Ja, und das war unser dritter überragender Sieg mit 79 HP am Ende. Ja, ich hoffe, euch hat das Deck gefallen. Ihr habt gemerkt, großer Schwachpunkt ist der Anfang. Da ist es, hinkt es ein bisschen. Wenn man es aber schafft, mit denen die ersten paar Runden zu überleben, dann kann man den Gegner, wie ihr gerade gesehen habt, wortwörtlich überrennen. Und deswegen auch der Titel Einigkeit, weil zusammen sind die klein stark. Ihr habt gesehen, ich habe wenig Mana, aber trotzdem durch die Einberufefähigkeit haufenweise für X zahlen dürfen. Gut, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen mit neuen Decks, neuen Strategien und wünsche euch einen schönen Tag und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!